Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Format. Ich nehme jetzt in Anführungszeichen live einen Pokémon-Kampf auf. Ich weiß nicht, ob ihr mich verstehen könnt, aber ich hoffe mal, dass ihr es könnt. Boah, nimm doch mal das Mikro vom Handy. Egal. Ich werde einen Random-Kampf machen, weil ich zu blöd bin für Teambauen. Und rechts, wie ihr sehen könnt, ist ein deutscher Chat offen, wenn man langweilig ist. Mal schauen, ob ich einen Gegner finde. Ja, da ist gleich auch einer. Rechts ist alles Wichtige, was ihr nicht verfolgen könnt. Und dann setzen wir gleich mal das hier ein und das hier ein. Wenn ihr versteht, wie Pokémon geht, warum schaut ihr euch dann den Part an? Ich hoffe, ich bin nicht zu leise, aber ich glaube, ich habe noch die Kinderstimme an. Das tat weh mit dem Wasserfall. Und ja, das ist alles auf Englisch, weil es ein Nationalspiel ist. Toll, ich kann kein Schutzschild einsetzen. Schade. Naja, ich bin jetzt eh K.O. Von daher mir egal. Ich weiß nicht, was man zu einem Pokémon-Kampf sagen könnte. Hier seht ihr meine anderen Pokémon. Bei Random kriegen wir. Warte, ich suche noch aus. Da seht ihr, der hat den Timer aktiviert. Bei Random kriegen wir per Zufall ausgewählte Pokémon. Und mit denen müssen wir dann kämpfen. Das hier vielleicht. Und Mega entwickeln. Drachenpuls. Ich hoffe, ich habe das Richtige gemacht. Den Chat rechts von mir werde ich jetzt erstmal ignorieren, weil ich eh aufnehme. Also von daher, kein Wunder, ne? Gleich mal 2 K.O.s. Das ist gut. Das hat der Gegner, glaube ich, nicht beachtet, dass sowas passieren könnte. Oder doch? Das hat. Naja. Die haben auch alle unterschiedliche Level, damit's vielleicht herausfordernder wird. Aber sonst weiß nicht, warum wirklich. Wenn ihr wollt, dass ich mal die Attacken übersetze, sagt Bescheid, aber ich glaube, das wird ein bisschen zu lang dauern. Manchmal kommt es auch vor, dass die Gegner weglaufen vor dem Kampf. Wie im richtigen Kampf halt. Spricht man das so aus? Mein Lichtschild hat aufgehört zu funktionieren. Den schalte ich wieder an. Ich weiß nicht, was man zu einem Kampf sagen soll. Eigentlich ist Pokémon ja auch ein Strategiespiel, aber. Keiner weiß das, deswegen sind auch so viele Anfänger im Pokémon. Im Chat wurde auch mal gesagt, dass so ganz kleine Kinder Call of Duty spielen und dann so etwas Erwachsene Pokémon spielen, weil die das Spiel anscheinend nicht verstehen. Aber ich verstehe das Spiel ja auch und ihr da draußen wahrscheinlich auch. Also von daher. Und da seht ihr es live. Der Gegner ist geflüchtet. Leider Updating ist sowas wie Punktestand zu geben, wie gut jemand ist und alles. Das so gut bin ich jetzt. Ich weiß nicht mehr, ob ihr es erkennt, weil ich schlechte Aufnahme habe und ich mitten in der Nacht filme. Aber auch egal, das war's. Für dieses Mal erstmal. Tschüss!